herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ich hoffe mal, dass das mein Ansprechpartner ist. Volker Varuna, hallo. Stefan Müller hier. Hallo, Herr Volker. Moment, Telefon. Okay. Ja, Herr Müller. Wo sollte ich denn nochmal Ihre Gerste hinfahren? Moment, ich schaue gerade ins Tablet. Ja, Aldi. Können Sie sich aber Zeit lassen? Ich fahre nämlich gerade los. Ja, Aldi, dann kriegen... Wenn Sie sich Zeit lassen, krieg ich ein bisschen mehr. Was nochmal? Fahren Sie in Ruhe. Kein ja. Stress. Wie viel Geld kriegen Sie nochmal? 11.000. Glatt? Ja. Habe ich gerade überwiesen. Danke. Danke auch. Bis dann mal. Ciao. Tschüss. So, jetzt Herr Kortes. So, was kann ich für Sie tun? Nehmen Sie auch Disposition an? Nehmen Sie auch Aufträge an? Ja, derzeit ich ja. Okay, ich bräuchte nämlich jemand. Was, um was handelt es sich denn? Forst. Mhm. Ich brauche jemand, der im Wald, wir sind Frontlader. Also für ja, Bäumchen. Was brauchst du denn für ein Anbaugerät, sag ich mal? Was brauchen wir denn da? Sie bräuchten eigentlich nur einen Traktor. Einen Frontlader mit Poltergabel habe ich. Traktoren haben wir, ja, aber... Traktor, wo Aufnahme dran hat. Weiß ich nicht, was aber Sie hier... Aber nicht mit Aufnahme, wir haben nur einen Radlader. Haben Sie da eine Poltergabel für? Poltergabel haben wir da nicht für. Dann wird's schwer. Aber vielleicht ist Racex mit dem Service auch schon durch. Hat er Glas davon oder hat er nichts? Nee, der hat. Nee. Ah, schade. Aber da hast du mich auf eine Idee gebracht, da bauen wir uns auf jeden Fall noch irgendwo eine dran. Ja, Frontlader kann man immer wieder mal gebrauchen. Ja, ist so. Und mit so einem Radlader ist ja auch nicht immer lustig rumzugurken. Ja, vor allem ist der viel zu langsam. Ja. Okay, also ich bräuchte jemand, der mit mir im Wald Hackschnitzel macht. Das heißt, ich bräuchte jemanden, mit deren Frontlader fährt. Sie könnten ja einfach mal in den Wald runterkommen und dann melde ich mich gleich nochmal bei, oder eben ja, nachdem. Ich meine, ich kann ja mal gucken, ob wir noch irgendwo schnell eine Aufnahme organisiert kriegen. Entschuldigung. Nee, ich könnte auch einfach kurz telefonieren, dann weiß ich es auch. Ich telefoniere okay. Mal kurz mit dem Razix. Jo. Danke. Hallo? Ja, Jürgen Volker hier. Jo. Hi, bist du schon durch mit dem Service? Ja, steht schon wieder unten. Gut, danke, das war's. Was 400. Kriegst du? 400. Ah, 400, ey, diese Klee. Ja. Das war's. 3, 4. Hast bekommen, danke. Jo, danke. Tschö. So, jetzt, Herr Gottes. Jo. Also, Traktor steht bereit am Hof bei mir. Okay. Und damit fahr ich schon bei Ihnen dann in den Wald rein, oder was? Ja, zum Sägewerk hoch. Ich bin dann vielleicht hoffentlich schon dort. Okay. Gut, dann bis gleich. Ja, dann mach ich mich jetzt gleich sofort auf den Weg. Jo, ich muss vorher noch beim Händler vorbei. Also wenn ich nicht da jo. Bin, okay. Legen Sie sich ein bisschen hin. Ja. Tschüss. Okay. Dann tschüss. Okay, gut. Dann verkaufen wir den Hacker doch erstmal nicht. Und werden erstmal Hackschnitzel produzieren. Und zwar für den Eigenbedarf. Ja, muss halt so sein, ne? Sonst stehen die Produktionen still. Ich würde es ja abgeben, aber... Wenn es keinen Käufer gibt für den Holzhacker,
Was soll ich denn machen? Ich hab keinen Bock auf noch eine Produktion. Ich will eigentlich erstmal noch ein weiteres Feld. Weil noch eine Produktion, das macht einfach keinen Sinn. Ich habe jetzt den Metzger, ich habe die Karton, ich habe die Holzkohle und ich habe Papier und Leerpaletten und Bretterpaletten. Das ist einfach zu viel, ey. Aber das habe ich auch gesehen, da ist abgesperrt. Warum ist denn hier abgesperrt? Nur die Frage, wo hat denn der den Hacker jetzt hingestellt? Hä? Da. Muss ich auch in die Plastikwanne einsteigen oder was? So. Oh, stimmt, den Marcel Ferguson habe ich ja auch noch. Stefan Müller hier. Jo, Volker Barona, hallo. Hallo. Hast du mir gerade Geld überwiesen? Ja, die haben mir das Bar mir hingelegt. Die konnten nicht per Kredit überweisen. Okay, wie viel hattest denn du geladen? 18.000. Ah, okay. Ich dachte, auf den LKW geht mehr drauf. Nö, ich hab den kleinen, nicht den großen. Ah, okay. Ach, den Zweiachser. Ja. Okay, was waren das? 8.900, oder? 8.600 habe ich ihn jetzt überwiesen. 8.6, okay. Gut. Was kriegst du denn für die Fahrt? Ach, passt so. Okay. Danke dir. Ja. Brauchst du eigentlich Arbeit? Gerade im Moment nicht. Ich muss noch ein bisschen was jetzt in meinem LKW noch umdisponieren. Okay. Gut, schade.
Danke erstmal. Ja, ciao. Tschüss. Gut, 8600. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, wo kriege ich genügend Stämme her für Hackschnitzel? Alter, wie der Häcksler einfach schiebt. Ich muss den aber weiter benutzen, weil sonst komme ich gar nicht an Hackschnitzel. Also von dem her muss es halt erstmal so sein. Das ist, glaube ich, nur der Xerion 4000, gell? Volker? Ja. Hör mal, der Harvester, der hier steht, soll ich den fahren? Nee, nur den John Deere. Ah, okay. Ja, ich hab meinen Friend hier irgendwo hingestellt. Ja, ja. Ja. Bin schon oben. Okay, ich komme dann gleich auch. Jo, danke. Den da müssen wir dann auch voll machen, aber erstmal. Ach, da ist die Schläuche nicht dran. Ich habe Bremse noch zu. Erstmal machen wir den Annaburger, glaube ich, voll. Dann Annaburger her. Thank you.
So, bin jetzt da. Jo, kannst grad mal, wo bist denn? Hier. Ah, kannst grad mal das Gewicht umkoppeln nach hinten und dann da den Frontlader anhängen. Okay, dann mach. Absenken. Jo, passt. Also einer der praktischen Sorte. Langsam. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut. Und jetzt? Hier zum Frontlader. Weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein, dann geht's mal wieder los im Forst. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.